Wie ist es für Sie, das Energietrikot wieder zu tragen? Wir waren jetzt ein Jahr unterwegs in der Schweiz, ausgeliehen. Wie fühlt es sich an? Fühlt sich sehr schön an, auf jeden Fall, das Trikot wieder anzuhaben. Ja. Wie geht es jetzt weiter? Also NR Cottbus muss den Kader noch ein bisschen sortieren. Sie gelten als einer der Kandidaten, der möglicherweise wieder ausgeliehen wird. Kämpfen Sie um Ihren Platz hier oder haben Sie auch schon andere Ziele im Kopf? Also das, was Sie gesagt haben, habe ich das erste Mal gehört, um ehrlich zu sein. Also ich habe das nicht gehört, dass ich direkt wieder ausgeliehen werden soll. Ich kämpfe natürlich um meinen Platz hier, das ist ja natürlich sehr klar. Ich möchte hier in der dritten Liga spielen und versuche mein Bestes zu geben, dass ich hier auch spiele. Was ist denn möglich für NR Cottbus in der dritten Liga? Sehr viel auf jeden Fall, wenn wir an unsere Intensität gehen. Wir wissen, was wir können und es ist auf jeden Fall sehr viel möglich. Wenn man sieht, was Preußen Münster und Ulm geschafft haben, warum sollten wir es nicht auch schaffen? Wie ist es für Sie persönlich im vergangenen Jahr dann in der Rückrunde nicht so oft zum Einsatz gekommen? Ist das jetzt der neue Angriff auf eine Position im Kader? Hundertprozentig. Ich sage halt bei mir persönlich sehr viel Verletzungspech. Ne, dieses Jahr ist erstmal das Ziel, gesund zu bleiben und der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen. Und da wird sich das zeigen. Energie muss den Kader noch ein bisschen sortieren, sind noch relativ viele Spieler. Der Präsident hat auch gesagt, es wird noch Gespräche geben, mögliche Vertragsauflösungen. Ja, welche Gedanken haben Sie dazu? Welche Rolle können Sie dabei spielen, möglicherweise auch, weil Sie die Schnittstelle zur Mannschaft sind? In erster Linie ist es mein Job, den Jungs, die dann zum Training kommen, vernünftiges Training anzubieten und im Spiel dafür da zu sein, dass wir eine gute Leistung bringen. Kader ist nicht meine Aufgabe. Ich kann halt Gespräche führen, wenn irgendwie Jungs merken, ja, ist gerade eine schwierige Situation. Ich kann mich reinversetzen in die Jungs und einfach da sein. Aber mit der Kadersituation, das ist nicht mein Job, das ist nicht meine Aufgabe. Und da möchte ich ehrlicherweise auch nicht der sein, der irgendwelche Entscheidungen trifft, weil dafür war ich zu lange zu gut mit den Jungs.